Sandy, komm her! Warte, ich komm gleich! Freunde, wir werden in diesem Video Buffalo heftig trollen. Wir werden ihn trollen, dass wir sterben werden. Also, schaut das Video bis zum Ende, Freunde, das wird richtig cool. Oh, ich komme! Also, bist du bereit? Komm schneller! Bist du bereit für die Mutprobe? Ja klar, bist du bereit? Ich bin natürlich bereit. Wir werden von diesem großen Gebäude, Rathausgebäude, hier runterspringen, okay? Was? Von da ganz oben? Von da ganz oben, hier rein. Okay, das ist aber echt klein. Ja, es ist auch sehr gefährlich. Also, lass mal reingehen nach oben, Freunde. So. Boah, ist voll windig hier. Also, Freunde, wir werden eine richtig coole Mutprobe machen. Zwinker, wir werden ihn trollen. Und, Freunde, schaut das Video bis zum Ende. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nie Videos. Und schaut bei Buffalo vorbei. Und ich würde sagen, Buffalo, soll ich als erstes oder du? Spring du als erstes. Okay, und hepp. Wow, 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 das, oh, Alter, das war sehr knapp, Buffalo. Und hepp. Wow. Wow. Wollen wir nochmal? Ich weiß nicht. Boah, ich hab... Willst du echt nochmal? Ich mach, glaube ich, nochmal, aber ich hätte echt großen Hunger gerade. Das hat mir richtig an den Kräften gezehrt. Okay, dann hol ich mal was vom Kuchenladen. Okay. Geh du schon mal hoch. Ja, ich geh schon mal hoch. Freunde, perfekter Moment. Jetzt, wo Buffalo weg ist, können wir den ganzen Prank vorbereiten. Ich habe hier einen Grabstein. Ich habe hier so Grabsteinerde, dann einen Unsichtbarkeitstrank und blaue Farbe, damit ich mich später als Geist anmalen kann. Das heißt, wir machen jetzt hier ein Grab, Freunde. Und dann schreien wir gleich einmal. Und dann denkt er, dass wir runtergesprungen sind. So, zack, zack. Und jetzt nehme ich den Unsichtbarkeitstrank, Freunde. Und hepp. Jetzt schreie ich, Freunde. Jetzt wird geschrien. Ah, Hilfe! Oh! Hä? Was? Was? Dandy? Ist bei dir alles in Ordnung? Dandy? Oh Gott, Freunde, mal gucken, ob er es abkauft. Dandy? Er muss nur das Grab machen. Was ist das? Nein. Tja, Bobo, Dandy? Was ist das? Dandy! Dandy! Hallo! Dandy? Dandy, wo bist du? Dandy! Hey! Dandy! Sag mir nicht! Dandy, komm bitte wieder! Ach nein! Ja, Buffalo, ich bin gestorben! Natürlich nicht in echt, aber das denkt er jetzt! Wo ist Dandy hin? Was machen wir jetzt? Dandy ist leider von uns gegangen! Wir gehen mal zu Opa Jenkins und fragen ihn! Geht zu Opa Jenkins, wir werden ihn ein bisschen trollen! Oh. Opa Jenkins! Weißt du, was passiert ist? Was ist los, Buffalo? Du siehst voll verschwitzt aus! Ist alles in Ordnung? Nein, es ist gar nichts in Ordnung! Dandy ist von diesem Haus runtergesprungen und ist jetzt von uns gegangen! Was? Dandy ist tot! Hä? Hier fehlt ein Block? Freunde, das war ich! Hier fehlt noch ein Block! Was ist das? Geister! Was passiert hier? Geister! Buffalo, ich muss hier abhauen! Geh weg von meinem Haus! ich geh schon weg! Wie nice! Leute, was passiert hier? Wir gehen mal zur Polizei! Woher geht's zur Polizei, Freunde? Hey, Officer! Was ist denn los, Buffalo? Gibt's etwas zu melden? Ein Mord, ein Verbrechen, irgendetwas? Ich weiß nicht. Ich und Dandy haben so eine Mutprobe gemacht und sind hier vom Rathaus runtergesprungen. Und ich glaube, Dandy ist nicht mehr unter uns. Was? Dandy hat sich nicht mehr unter uns. Ins Gras gebissen? Wie ist denn das passiert? Ich glaube, er ist daneben gesprungen. Und das meldest du erst jetzt der Polizei? Ja, es ist auch eben erst passiert. Leute, macht eure Polizeiautos klar, wir müssen diesen Fall klären. Was gibt's da zu klären? Der ist runtergesprungen und ist jetzt weg von uns. Oh nein, Buffalo ist voll traurig, Freunde. Oh nein. Ach man, ich vermisse Dandy. Was machen wir jetzt? Ich bin jetzt für immer alleine in dieser Stadt. Oh nein, Buffalo denkt, ich bin wirklich draufgegangen. Aber wir müssen den Prank noch ein bisschen durchziehen, das ist nicht lustig genug. Wir müssen ihn weiter irgendwie ärgern. Vielleicht geht hier ja gleich irgendwas essen oder ins Kino oder irgendwas. Wir müssen ihn weiter pranken, Freunde. Ach man, was mache ich jetzt hier mit den ganzen Kuchen, die ich habe hier? Hä? Hier ist ein... Hier... Komm, Frau Kuchenverkäuferin, dein Glas geht kaputt. Die Kuchen verschwinden. Was? Mein Glas? Hier ist ein Glas. Hier ist ein Geist! Ja, ich bin der Geist! Wo ist Buffalo? Was macht der denn? Hey, Dandy! Oh nein, Dandy. Er bringt einen Kuchen zum Grab, wie süß ist das denn? Oh mein Gott! Der Kuchen war für dich! Oh nein, das ist wirklich traurig. Buffalo ist echt so ein guter Freund. Ich kann ihn doch nicht so weiter pranken, Freunde. So,
Danny, komm, lass gleichzeitig den Kuchen essen. Oh nein, ich nehme hier meine. Süß. Stell mal vor, ich wäre wirklich drauf gegangen. Oh nein, das denkt jetzt wirklich, ich bin tot, Freunde. Ich esse jetzt meinen Kuchen so. Freunde, lasst jetzt alle mal ein Like da, dafür, dass Buffalo so ein guter Freund ist und so süß. Wirklich, jeder von euch muss jetzt ein Like da lassen, Freunde. Das ist echt krass, wie süß. Buffalo ist erst wirklich der beste Freund der Welt. Aber ich muss ihn noch ein bisschen trollen, Freunde. Nur ein bisschen müssen wir ihn trollen. Wir können das jetzt noch nicht auflösen. Wie lange hält der Unsichtbarkeitstrank? Noch 3 Minuten. Danny hat anscheinend keinen Hunger. Nicht mal, wenn er nicht mal unter uns ist, hat er gar keinen Hunger mehr. Und was mache ich jetzt noch mit ihm? Irgendwie muss ich ihn noch ein bisschen pranken. Aber wie? Oh, was können wir noch machen, Freunde? Ich hau ihn einfach mal ganz kurz. Oh, hä? Was war das? Tja, hey. Buffalo. Irgendwie. Oh, ein Diamant vom Buffalo. Jetzt werden wir ihn trollen. Er denkt, dass der Diamant schwebt. Warte mal. Sehe ich das richtig? Ein Diamant, der schwebt? Ja, Buffalo, du siehst das richtig. Ein schwebender Diamant. Warte mal. Ich muss meine Brille sauber machen. So. So. Wo ist der Diamant? Da ist er. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich glaube, der Diamant ist verzaubert. Ich muss schnell nach Hause laufen. Renn, Buffalo, nach Hause. Komm schnell nach Hause. Der Diamant verfolgt dich, Buffalo. Der Diamant ist hinter mir. Leute, was mache ich? Schaf, halte mich. Bitte rette mich, Schaf. Und der Diamant ist immer noch. Tja, Buffalo, der Diamant wird dich auch auf ewig verfolgen. Oh Gott, wie lange hätte mein Unsichtbarkeitstrank? Noch 1 Minute, Freunde. Mit Danny wäre das nicht passiert. So, Freunde, jetzt würde ich sagen, malen wir uns blau an, Freunde. So, einen Moment. Ich werde jetzt meine blaue Farbe nehmen und mich hier blau anmalen, mich von hinten in Buffalos Haus schleichen, wenn es Nacht wird und als Geist von Danny geben. Okay, Freunde, es ist voll Nacht. Der Unsichtbarkeitsrang ist schon längst abgelaufen. Ich werde mir hier die blaue Farbe geben und dann durchs Fenster springen. So, und... Freunde, guckt mal, ich sehe aus wie ein Geist. Man kann sogar durch mich durchgucken. So, jetzt werden wir Buffalo richtig krass pranken, wenn er oben in seinem Bett... Oh, der ist noch am Fenster. Wir müssen warten, bis er in sein Bett geht, Freunde. Danny, die Zeit war mit dir schön und oben dein schönes Bett. Buffalo, keine Sorge, ich bin ja bald wieder bei dir, als Geist von Danny. So, jetzt müssen wir uns langsam durchschleichen, Freunde. Eieieiei, das wird jetzt mega lustig. So, Alter, man kann ja wirklich durch mich durchgucken. Guck mal, Freunde, wie ein richtiger Geist. Diese Farbe ist echt realistisch. Und wo ist Buffalo? Oh, nicht, dass er mich schon sieht. Okay, Freunde, let's go. Wo ist Buffalo? Da liegt er. Okay. Oh, ich bin ein Geist. Steh auf, Buffalo. Ich werde dich aufessen. Danny, bist du das? Ich bin der Geist von Danny. Warte mal, du bist der Geist von Danny? Ja, Geist? Und ich werde für immer über dich wachen und dich verfluchen jede Nacht. Wieso verfluchen? Ich war doch immer nett zu dir. Tja, du warst einfach viel zu nett und ich werde dich jetzt verfluchen. Nein, verschwinde, Danny. Bleib stehen, Buffalo, bleib stehen. Ich muss schnell in meinen Keller laufen. Wo ist Buffalo? Freunde, er hat wirklich Angst. Er denkt, ich bin ein Geist. Wo ist Buffalo? Buffalo. Schnell in die Zeitmaschine. Und in die Zeitmaschine? Oh Gott, nein, der soll nicht in die Zeitmaschine. Bleib stehen, wenn du in die Zeitmaschine gehst, dann werden dich alle Geister der Zeit verfolgen. Oh nein, das möchte ich nicht. Du musst jetzt mit mir mitkommen in den Garten, oder du wirst dann auch wie Danny draufgehen. Was? Wenn ich dann wie Danny drauf... Komm mit! Oh, Leute. Du musst jetzt... in den See reingehen. Wieso? Gehe in den See rein. Nein, wieso? Oder ich werde dich. Okay, jetzt ganz ruhig. Ich komme jetzt auch mit in den See, denn Buffalo, okay? Und hep. Oh, meine Farbe, nein. Oh Mist, meine Farbe ist abgegangen. Danny? Hallo, Buffalo? Das ist ja alles nur Farbe. Okay, ich muss dir was beichten, Buffalo. Ich hab dich, glaube ich, ein bisschen geprankt. Was? Was? Das ist doch kein Spaß. Ich hatte einen Unsichtbarkeitstrank. Oh Gott, Buffalo, du warst so süß zu mir. Oh mein Gott, stell mal vor, ich wäre wirklich drauf gegangen, wie süß du zu mir warst.
Ja, du hast es ja gesehen. Aber ein bisschen peinlich war es schon für dich. Du warst wie ein Mädchen. Wieso? Wir sind doch Freunde. Nein, das war voll süß von dir, Buffalo. Und Freunde, wenn ihr es auch so cool fandet, wie Buffalo reagiert hat, dann müsst ihr jetzt alle mal ein Like da lassen und Buffalos Kanal abonnieren, Freunde. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss. Tschüss.